Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Nachrichtenkanal der Verbandsgemeinde Odderbach-Odderberg. Termin im Bürgersender. Wie angekündigt, können Sie ab 1.2. online über unsere Homepage Termine mit dem Bürgersender vereinbaren. Das Terminmodul ist fertiggestellt und soll mit Beginn des neuen Monats an den Start gehen. Auf der ersten Seite können Sie sich für die gewünschte Dienstleistung, zum Beispiel Personalausweis oder Reisepass, Beglaubigung oder Führungszeugnisse, einen Termin beantragen und viele andere Dinge mehr. Auf der zweiten Seite wählen Sie Ihren Wunschtermin und die Uhrzeit aus und können dann auf der dritten Seite Ihre Daten eintragen. Bitte nicht vergessen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung zu bestätigen. Auf der letzten Seite können Sie noch einmal Ihre eingegebenen Daten kontrollieren. Um zu verhindern, dass sogenannte Bots unseren Terminkalender angreifen können, müssen Sie über ein Capture ausschließen, dass kein Roboter auf unser Terminsystem zugreift. Sie erhalten umgehend eine Bestätigungsmail für Ihren gebuchten Termin. Wir hoffen, dass wir unseren Service damit für Sie verbessern können. Ausweisung von Baugebieten. Die Verbandsgemeinde möchte nach Möglichkeit in diesem Jahr ihren aktuellen Flächennutzungsplan fertigstellen, der die kommenden 10 bis 15 Jahre Gültigkeit haben wird. Dazu müssen die Ortsgemeinden ihre Flächen benennen, die sie zukünftig als Baugebiete ausweisen wollen. Die Ortsgemeinden, die kaum Nachfrage nach Bauland haben, halten sich vernünftigerweise bei der Ausweisung von Bauflächen zurück. Im Bereich Odderberg werden mit dem Bereich Kapelle und Schulstraße aktuell zwei neue Baugebiete ausgewiesen. Als weitere Baugebiete hat der Stadtrat Odderberg die Gebiete Vogelsang, Lauerhöferstraße und ein Baugebiet Kapelle Richtung Appenthal beschlossen. Die Ortsgemeinde Odderbach hat zusätzlich den Bereich zwischen der Otterstraße und dem Reichenbacher Weg als Wohnbaufläche vorgesehen. Baumaßnahmen am Radweg Oddertal. Die Arbeiten an der zerstörten Böschung am Radweg im Oddertal bei Odderberg wurden inzwischen aufgenommen. Sie mussten aufgrund der aktuellen Witterung noch einmal unterbrochen werden. Sobald der Weg frei wird und wieder zugänglich ist, werden wir hier wieder berichten. Bürgerempfang der Verbandsgemeinde. Beim Bürgerempfang waren nicht nur viele Bürgerinnen und Bürger und Vereinsvertreter anwesend, sondern auch Gäste aus Politik und Wirtschaft. Der Projektchor aus Niederkirchen konnte die Gäste mit einer hervorragenden Liederauswahl in den Themenpausen unterhalten. Auf Facebook haben wir Ihnen bereits zwei Beiträge des Neujahrsempfangs mit einem Filmclip präsentiert. Hier möchte ich Ihnen zusätzlich einen Beitrag aus dem Bereich Tourismus zeigen. Hierbei haben wir einerseits den geplanten E-Bike-Weg vorgestellt, aber auch die Schönheit unserer Landschaft. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Beitrag.